Heutzutage ist es ja manchmal schon schwer genug, an die normale Version einer Konsole zu kommen. Für die neue PlayStation brauchte es selbst bis vor kurzem noch viel Warterei und Glück, um eine zu ergattern. Von horrenden eBay-Preisen und Scalpern ganz zu schweigen. No, no, no! Noch vertrackter wird's aber, wenn wir uns ins Reich der Sammlerstücke begeben. Ein einzigartiger Mario DS, den es nur zum 8. Jubiläum der N-Zone zu gewinnen gab? Eine Xbox One S im Sprite-Design? Eine PS4 GayStation im Pride-Look? Ja, über die Jahre hat sich bei den seltenen Varianten unserer liebsten Daddelkisten schon einiges angesammelt. Wir haben für euch die verrücktesten rausgesucht. Geholfen hat uns dabei Don von ConsoleVariations.com. Don und sein Team pflegen auf ihrer Webseite eine Datenbank mit allen Sonderausgaben, die Sony, Nintendo, Microsoft und Co. je herausgebracht haben und besitzt so manchen Schatz auf dieser Liste sogar selbst. Es folgen 10 rare Konsolen, die ihr gesehen haben müsst. Die rarsten Konsolen präsentieren wir euch zusammen mit TicTac, unserem Partner für Gentle Freshness. Vielen Dank an TicTac für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem seltenen Spielkram. Queen Sports. Mitte der 2000er ist der Hype um die Nintendo Wii auf seinem Höhepunkt. Jeder und seine Mutter haben einen der weißen Kästen unter dem Fernseher stehen und wenn es nach der britischen Boulevardpresse geht, genießt selbst die Königin von England, Elisabeth II., nach einem langen Tag royaler Pflichten eine Runde Wii Sports. Well, thought the team at THQ, wait until she finds out about horseshoes. Um ihren Wii Sports-Klon Big Family Games zu vermarkten, schicken sie das Spiel kurzerhand an die, Zitat, wichtigste Familie des Landes. Die Windsors im Buckingham Palace. Weit spannender als das Spiel war aber die Wii, mit der es kommt. Denn die war komplett vergoldet. Wir dachten, die Königin will sicher nicht auf irgendeiner Konsole spielen, also haben wir eine goldene in Auftrag gegeben, erklärte damals Product Managerin Danielle Robinson. You see, this most extravagant of consoles never actually reached Queen Liz. Denn der Buckingham Palace nimmt aus Prinzip keine Geschenke an. Dafür landet das Gerät zwischenzeitlich in den Händen unseres Konsolensammlers Don. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, schaut euch das People Make Games Video an, das wir in der Videobeschreibung verlinkt haben. This is for the rich players. Wer nun auch eine goldene Konsole will, ohne dafür gleich dem Adel anzugehören, für den könnten die Produkte der Luxusmarke Caviar interessant sein. Die veredeln sonst Smartphones, Sneaker oder Kopfhörer, für Sonys aktuelle PlayStation sind sie allerdings die Extrameile gegangen. Die PS5 Golden Rock wurde mit fast 4 Kilogramm Gold verziert. Das Gamepad bekam eine Verkleidung aus Krokodilleder und natürlich wurden nur 9 Stück von den edlen Dingern hergestellt. Der Preis für diesen Bling? Schlappe $499.000 pro Stück, versteht sich. Dickes Fell. Zum Release des zweiten Sonic-Kinofilms wurde es bei Microsoft haarig. Denn anlässlich des Eagle-Abenteuers verloste der offizielle Xbox-Account auf Twitter nicht nur eine Xbox Series S mit Ringmotiv, sondern packte auch 2 besondere Controller dazu. Die fälligen Steuereinheiten sind komplett mit buntem Kunstpelz bezogen. Rot für Ameisen-Igel Knuckles und Blau für Igel-Raser Sonic. Nach dem Gewinnspiel hat es das gute Stück auf eBay geschafft. Für $7.000 wechselte es dort den Besitzer. I am Kylie Minogue. Strass und Sternchen. 2010 bricht für Microsoft das Zeitalter der Bewegungssteuerung an. Ihr neuer Kinect-Sensor ist Xbox-Antwort auf die Wii und stellt die ketzerische Frage, was wollt ihr mit einer Wii-Fernbedienung? Nehmt doch einfach euren Körper als Steuerung. Am Ende ist die Fernbedienung dennoch stärker als die Kamera. Denn trotz eines gigantischen Verkaufsstarts mit über 10 Millionen abgesetzten Einheiten innerhalb weniger Monate, funktioniert die Technik hinter Kinect nur selten so gut, wie Microsoft sie angepriesen hat. Gerade Musikspiele verkaufen sich aber bestens. Und eines der beliebtesten ist Dance Central. Um dessen Verkäufe vielleicht noch ein wenig mehr anzukurbeln, geht Microsoft eine Kooperation der Extraklasse ein. Zusammen mit Popstar Kylie Minogue bringt der Windows-Konzern eine Version der Kinect-Kamera heraus, die mit 6000 Swarovski-Steinchen besetzt wurde. Das glitzernde Einzelstück ist ca. $1200 wert und wird an Fans verlost, die sich in Dance Central beim Tanzen zu Kylies Hit Can't Get You Out of My Head filmen. Die dicke Staubschicht, die sich danach auf das Kinect legen würde, konnten am Ende aber auch die Swarovskis nicht abhalten. Bunte Vielfalt. Im Dezember 2003, einige Monate nach dem Release des Nintendo GameCubes, lief bei MTV eine besondere Aktion, um Nintendos neuen Spielewürfel zu bewerben. Eine Hamburger Kunstlackiererei wurde damit beauftragt, 29 Modellen des GameCubes einen ganz besonderen Look zu verleihen. Und so entstanden diese Schönheiten in Perlmuttweiß, Regenbogenfarben, Goldbraun und Holzoptik, von denen Konsolensammler Don je eine zu Hause hat.
Die letzten beiden sind dabei jeweils den Modedesignern Paul Smith und Tom Ford nachempfunden. Eine fünfte Farbvariante in Tarnfarben gab es auch noch und gewinnen konnte man die Konsolen wohl den ganzen Dezember lang, auch wenn wir leider kein TV-Material mehr aus der Zeit gefunden haben. What's green, skunky and from Amsterdam? It's Heineken! Teurer Sticker. Noch überraschender war eine Promo, die Nintendo 2002 für ihren Spielewürfel einging. Da ließ der Mario-Konzern nämlich GameCube-Controller in der Sports Illustrated abdrucken, festgetaped an zwei Bierflaschen. Yep, unter dem Motto It's Game Day verloste Nintendo 100 GameCubes in Kooperation mit der Heineken-Brauerei. Doch so ulkig die Werbung ist, so unspektakulär sieht leider der Preis aus. Das ist nämlich einfach nur ein stinknormaler GameCube in schwarz oder lila mit dem Heineken-Logo auf dem Disklaufwerk. Die geringe Stückzahl macht die gestickerten Würfel heute dennoch zu einem begehrten Sammlerstück. Ein eBay-Anbieter ruft für den Biercube aktuell 25.500 Euro auf. Unser Tipp? Dann lieber ein Heineken-Label abholen und selbst auf den GameCube kleben. If you kissed it where I kiss it, it's like we're kissing each other, Richie. When you first play Monopoly CD-ROM, you think, wow, this game comes to life. Lang lebe die Diskette. Mitte der 90er ist die CD-ROM das neue Ding auf dem Konsolenmarkt. Sie ermöglicht aufwendige Videosequenzen, Soundtracks in Spitzenqualität und überhaupt viel mehr kreative Freiheit für Entwickler. Branchenprimus Nintendo will sie für sein neues N64 aber trotzdem nicht implementieren. Die Produktionskosten für Laufwerke sind hoch und dazu sorgt man sich um den Kopierschutz. Nein, das N64 setzt weiter auf Module. Die Frage ist nur, wie lange? An der 3D-Zukunft kommt schließlich auch Nintendo nicht vorbei und da würde sich mehr Speicherplatz echt lohnen. Deshalb kommt es auf der firmeneigenen Shoshinkai-Messe 1995 zu einem ungewöhnlichen Ereignis. Noch bevor das N64 überhaupt draußen ist, kündigt Firmenpräsident Hiroshi Yamauchi eine Erweiterung für die kommende Konsole an. Und die setzt nicht etwa auf CDs, sondern auf Disketten. Das 64DD hat große Pläne. Es soll eine bis zu viermal höhere Speichergeschwindigkeit haben als die Konkurrenz, erheblich mehr Speicherplatz bieten und zusätzlich sollen 64DD-Disketten beschreibbar sein, damit man eigene Inhalte aufspielen kann. Doch dann heißt es warten. Und zwar lange. In den Folgejahren wird das 64DD immer wieder verschoben. Die Entwicklung der Launch-Titel kommt nicht voran. Und vier Jahre später wird klar, der internationale Release ist gecancelt. Das 64DD erscheint jetzt nur noch in Japan. Und selbst dort bietet sich ein Trauerspiel. Im Dezember kann man das Add-on nur als Teil des zeitgleich angekündigten Online-Dienstes RedNet kaufen. Eine separat erhältliche Version folgt zwei Monate später und kostet gleich mal doppelt so viel wie das eigentliche N64. Von 100.000 produzierten Einheiten wird nur ein Bruchteil verkauft und von über 70 geplanten Spielen erscheinen gerade mal 9. Alle davon hat Don in seiner Sammlung stehen. Die wenigen verbliebenen 64DD werden hoch gehandelt. Eines wird auf eBay gerade für mehr als 3.600 Euro angeboten. Welcome to the sun-drenched tropical paradise of Isle Delfino. Heißer Sommer. Der Sommer 2005 ist für Nintendo Japan der Hot Summer. Oder so hieß zumindest das Gewinnspiel, das der japanische Club Nintendo ausrichtet, um 1000 exklusive Hot Summer Nintendo DS-Konsolen zu verlosen. Auf denen sind weniger heiße als vielmehr coole Wireframe-Modelle bekannter Nintendo-Figuren abgedruckt. Zur Wahl standen Bowser, Mario, Wario, Yoshi und Prinzessin Peach. Für die Chance, eine der Konsolen zu gewinnen, musste man entweder einen frisch gekauften DS oder zwei Spiele beim japanischen Club Nintendo registrieren. Yo, listen up. We will not live in a two-dimensional world. Hyundai 64. Wer vor 1998 in Südkorea lebte, hatte ein Problem. Dort galt bis dahin nämlich ein Bann für alle Produkte, die aus Japan kommen, Spielekonsolen eingeschlossen. Das Embargo war eine Reaktion auf die brutale japanische Kolonialherrschaft in Korea und galt ganze 53 Jahre lang. Als Nintendo Mitte der 90er also ihr neues N64 auf den Markt bringen wollen, müssen sie kreativ werden. Um das Embargo zu umgehen, ging man deswegen einen Deal mit Hyundai ein und enthüllte den Hyundai Comboy. Eine eigene Variante des neuen Spielesystems mit dem Logo der koreanischen Autofirma. Nach der Aufhebung des Banns 98 konnte hingegen auch wieder das normale N64 in Südkorea vertrieben werden. Das macht die Comboys heute zu einem begehrten Sammlerstück. Ein eBay-Händler aus England will aktuell knapp 2.800 Pfund für einen. What's up, Japan?
Can you hear me? Is life getting you down? Vom Idol geküsst. Während der Westen seit One Direction auf die nächste erfolgreiche Boygroup wartet, ist in Japan der Markt für Girlgroups immer noch gigantisch. Und eine der erfolgreichsten Bands ist AKB48. Die heißen so, weil sie zum einen ihr eigenes Musiktheater in Akihabara haben und zum anderen ganze 48 Frauen stark sind. Zumindest waren sie das am Anfang. Mittlerweile gibt es über 130 Mitglieder. Die Band ist Teil einer gut geölten Marketingmaschinerie, zu der natürlich auch Videospiele gehören. 2010 erschien das erste dieser Spiele. AKB48, Idol to Koichi Tara, ist eine PSP-Dating-Sim, in der ihr euch mit allen 48 Mädchen verabreden könnt. Zur Feier dieses Releases kam auch ein Bundle mit einer eigenen PSP-Sonderedition heraus und die hat es in sich. Sie kommt nämlich mit 48 separaten Batteriedeckeln. This is the perfect opportunity to introduce the special edition PSP called AKB1-48. Auf jedem prangt ein Knutschfleck von einer der AKB-Damen samt Unterschrift. Superfans können also ihr liebstes Bandmitglied daten mit einer PSP, die von ihrem Idol geküsst wurde. Und das waren sie, 10 rare Konsolen, die ihr gesehen haben müsst. Fällt euch noch ein seltener Schatz ein, der auch auf diese Liste gehört? Don freut sich bei consolevariations.com auf Tipps. Teilt uns außerdem gerne mit, ob euch dieses Video gefallen hat, dann gibt's demnächst eventuell einen Teil 2.